Schauen wir uns die Landkarte Chinas an. Die Bevölkerungsdichte, obwohl China 1,3 Milliarden Menschen hat, ist geringer als die Deutschlands. Erneuerbare Energienutzung heißt in die Fläche gehen. Der Wind streicht diese Fläche ab, die Sonneneinstrahlung betrifft diese jeweilige Fläche, die Wasserkraft läuft durch die Fläche. Das heißt, es ist immer flächengebunden. Es ist ja der Weg zu überirdischer Energie, weg von unterirdischer Energie. Die vollständige Umstellung der Energieversorgung Chinas auf erneuerbare Energien ist möglich und sie ist bezahlbar.